Das wird ein spannender Fight dort vorne. Die Plätze 1 bis 13 sind gerade mal 6 Punkte auseinander. Hamburg auf dem 10., Alter. Was? Warum? Und Aue hätte sogar gewinnen müssen gegen Hamburg. Na gut, obwohl bei den Schüssen eigentlich nicht. Verdiente Tore, naja. Warum dann hier die Miets steht? Man weiß es nicht. Ich habe gehört, Geronimo verdient hier richtig schlecht. Wenn die Saison jetzt vorbei wäre, wäre ich zufrieden. Naja. Naja, Platz 8 geht schon, geht schon. Aber wenn wir mal sehen, wie wir jetzt Sandhausen den vierten hergespielt haben. Das sind halt immer so diese Spiele, wo man denkt, hey, da geht noch einiges nach oben. Wie gesagt, es sind halt nur 4 Punkte bis zum ersten. Oh. Wir haben die letzten 5 Spiele mindestens nicht verloren. Und die sind bloß Neunter. Okay. Ah, hätte ich vielleicht wirklich mal eine Ansprache nehmen können. Die haben echt eben mit 5 Silberstern. Das schafft bei uns, glaube ich, nicht mal der Burgstaller. Der ist bei uns der mit Abstand Beste. Wieder so ein Spiel, wo du nicht weißt, wo kommt die Arbeitsverweigerung her. War ich zu defensiv? Habe ich es zu defensiv angehen lassen?
komplett beschissen besetzt, ey. So, da haben wir wenigstens die Müden erstmal raus. So. Wo das jetzt auf einmal wieder herkommt. Na Gott sei Dank. Aber die kriegen weder defensiv, wenn ich hier defensiv gehe, noch offensiv, kriegen die wirklich was zustande. Alter. Wo kommt das her? Okay, scheinbar hatte Nürnberg einen absoluten Sahnetag. Oder in der Verfassung. Ich hoffe, die kriegen echt.
die Kurve jetzt, bevor das Spiel kommt. Position direkt drauf zu schießen, da kannst du nur gleich weg hergeben den Ball. Es ist so dumm, musst du Arsch mal sein. Okay.